Der Lebensstrom, so nennen wir den Strom kosmischer Energie, der unseren Planeten durchfließt. Er ist der Ursprung dieser Welt und allen Lebens auf ihr. Dem Shinra-Konzern gelang es einst, diesen Lebensstrom als Energiequelle zu erschließen. Die so von Shinra produzierte Makroenergie ermöglichte uns ein komfortables Leben. Aber gleichzeitig verschwand das Leben des Planeten, wie viele meinten. Doch gegen die, die aufbegehrten, ging Shinra mit Gewalt vor. Dazu bediente sich der Konzern einer besonderen Eliteeinheit, genannt Soldat. Den Angehörigen dieser Einheit wurden Zellen von Genova eingepflanzt. Genova war ein außerirdisches Wesen, das vor langer Zeit vom Himmel herabfuhr, um den Planeten zu zerstören. Zu der Shinra-Eliteeinheit zählt ein Soldat namens Sephiroth. Er war der beste Kämpfer von allen. Nachdem er aber erfuhr, dass er das Produkt eines bizarren Experimentes war, fing er an, Shinra zu hassen. Und irgendwann hasste er alles und jeden, den Shinra-Konzern, aber auch die Menschen, die gegen den Konzern waren. In seinem Hass wollte Sephiroth die Welt vernichten. So rüsteten sich viele zum Kampf gegen ihn. Das war der Anfang eines langen Krieges. Doch die vielen Schlachten brachten auch viel Leid mit sich. So ging der Mensch, der uns am liebsten war, in den Lebensstrom ein. Aber dann, eines Tages, eines schicksalhaften Tages, bereitete der Planet dem Kämpfen aus eigener Kraft ein Ende. Er setzte den Lebensstrom als Waffe ein. Als er aus dem Erdreich hervorkam, riss er allen Kampf, alle Habgier und alle Traurigkeit hinfort. Doch im Austausch dafür war unsere Welt zerstört. Ich bin Cloud, ich bin nichts Besonderes. Ich komme aus dem Nibelheim, eine Stadt, wo keine Sonne ist. Von den Bergen umgeben, tiefer Nebel, der sich um die grauen Häuser legt. Wer hier nach seinen Träumen steht, wird schon merken, dass er diese Stadt verlassen muss. Raus, weit weg, keine Ahnung wohin. Dieser krasse Frust sorgt sonst dafür, dass du Depression bekommst. Irgendwann in der Pubertät hab ich von Sephiroth gehört. Ich wollte sein wie er, eine lebende Legende. Die Stories, die man hörte, die sprach er nur Bände. Man sagte, sein Körper, der wär unzerstörbar. Das wär auch kein Wunder, als Soldat rang First Class. Und so hab ich mich auf den Weg gemacht nach Midgar. Die einzige, die davon wusste, war Tifa. Ich habe ihr versprochen, dass ich da bin, wenn sie in der Klemme steckt. Diese Nacht am Brunnen, scheiße Mann, ich muss hier weg. Das ist mein Weg, es wird noch viel passieren. Egal was geschieht, ich darf keine Zeit verlieren. Das ist mein Weg und ich muss ihn bestreiten. Ich kann hier nicht bleiben, ich muss mich beeilen. Das ist mein Weg, es wird noch viel passieren. Egal was geschieht, ich darf keine Zeit verlieren. Das ist mein Weg und ich muss ihn bestreiten. Ich kann hier nicht bleiben, ich muss mich beeilen. Ich muss weg, ich lauf los von Ort zu Ort. Durch den Canyon, durch den Wald und durch jedes Dorf. Hauptsache fort und dann über das Meer, über den Ozean. Bin ich bald endlich da, um mich bei Shinra vorzustellen, um Soldat beizutreten. Als Infanterist, ich hab alles gegeben, doch es hat leider nicht gereicht. Ich hab Zack kennengelernt und mit ihm war's leicht, an seiner Seite war's nicht schwer. Ich hatte gar kein Selbstvertrauen, Props gehen an mein Elternhaus. Doch dein Zack, mit dem sah alles besser aus. Mit der Zeit sind wir Freunde geworden, ich bereue es wegen mir. Ist er gestorben, weil ich nicht stark genug gewesen bin. Im Wesentlichen fehlte mir deswegen heute der Lebenssinn. Scheiße. Wir wurden angegriffen von der Firma, warum weiß ich nicht mehr. Doch ich trage sein Vermächtnis auf dem Rücken, bis ich sterb. Das ist mein Weg, es ist schon viel passiert. Egal was geschehen ist, ich darf den Verstand nicht verlieren. Ich geb nicht auf, nein, ich lauf immer weiter. Das Ende vom Anfang, ich werde nicht scheitern. Das ist mein Weg, es ist schon viel passiert. Egal was geschehen ist, ich darf den Verstand nicht verlieren. Ich geb nicht auf, nein, ich lauf immer weiter. Das Ende vom Anfang, ich werde es meistern. Es meistern. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich hab die ganze Welt gesehen. Es war mehr als zu viel. Freunde sind gekommen, manche Freunde mussten von uns gehen. Ich denk an euch jedes Mal, wenn ich zur Sonne seh. Es ist 2 Jahre her, seitdem der Lebensstrom die Welt gerettet hat. Doch alles war in Schutt und Asche, in nur einer Nacht. Doch das ist abgehakt.
denn der Frieden ist da. Doch der Schein trügt, es hat sich eine Krankheit ausgebreitet, die den Namen Geostigma trägt. Kinderaugen weinen. Und es kommt noch schlimmer, ein Dreier gespannt taucht auf der Suche nach der Mutter, man glaubt es kaum. Sie suchen nach Genova Sam und sind bereit dafür, die Welt zu zerstören. Kadatsch und seine Gang, gewaltbereit und bösartig. Ob ich gerne daran denke, naja, schön war's nicht. Ich darf keine Zeit verlieren. Kadatsch greift mich an. Es fällt mir schwer, jeden Schlag zu parieren. Der Kampf ist hart und nicht fair. Ich bin es leid, immer zu kämpfen. Verdammt, ich mag halt nicht mehr. Mir steht der Schweiß auf der Stirn. Ich werde unkonzentriert. Eine Niederlage zu kassieren, das wird niemals passieren. Ich geb nicht auf, ich werd ihn eliminieren, wenn es sein muss. Mein Ziel fokussiert. Der nächste Schlag kommt, ich weich ihm aus. Konter, er geht zu Boden und steht wieder auf und fährt sich in Rage und schlägt auf mich ein. Der Hass in seinen Augen, die Liebe, sein Feind und meine Unterstützer durch Liebe und Freundschaft. Kann ich daran glauben, dass ich den Kampf doch schaff? Kurz bevor es so aussieht, dass ich den Kampf gewinn, springt er von der Klippe aus dem Rampenlicht in die Tiefe, da bei Genova Zellen und Klammern funkelt er mich bitterzornig an, als wäre er mein Vater. Doch ich hab die Schnauze voll, ich muss dem ein Ende bereiten, spring ihm hinterher in die endlosen Weiten. Unten angekommen, landet er sanft wie eine Feder, pariert meinen Schlag wie ein Gott. Ihn nicht direkt zu töten war ein Fehler, denn vor meinen Augen steht der wahre Sephiroth. Unten angekommen, landet er sanft wie eine Feder, pariert meinen Schlag wie ein Gott. Ihn nicht direkt zu töten war ein Fehler, denn vor meinen Augen steckt der wahre Sephiroth. Verwandelt aus der Marionette, gegen die ich bis eben noch gekämpft hab, steht mir jetzt der letzte Endgegner gegenüber. Es ist so wie früher, der Blick, er wird drüber. Er meint, es ist lange her, klar. Mir wäre lieber, er würde nicht existieren. Ich trau meinen Augen nicht, kurz davor den Verstand zu verlieren. Wie konnte das passieren, frage ich. Kadatsch hat sich Mutters Zellen initiiert, denn er will, dass ich diese Welt ins Chaos treibe. Und das Geostigma wird an diese Welt im Wahnsinn leiden. Wenn die Krankheit sich im Nebenstrom ausbreitet, ist dieser Planet endlich dem Untergang geweiht. Da gibt's nichts, was ihn noch heilt. Er hebt seine Hand hoch, der Himmel wird schwarz. Hör seine Stimme, die sagt, das wird dein Untergang. Trümmerteile fallen auf mich herab. Ich weich ihm gekonnt aus und setze an zum Schlag. Es bringt nix, er spielt mit mir wie ein Kind. Es sieht danach aus, dass ich der Verlierer bin. Er ist der Grund, weshalb diese Welt zerstört war. In mir steigt der Zorn, spür neue Kraft in meinem Körper. Ich schlage wie verrückt auf ihn ein. Ich trotze vor Energie. Sephiroth wird gleich nicht mehr sein. Der Omnischlag verhilft mir zum Sieg. Ich schlage wie verrückt auf ihn ein. Ich trotze vor Energie. Sephiroth wird gleich nicht mehr sein. Der Omnischlag verhilft mir zum Sieg.